Barzahlen ist Deutschlands größte unabhängige private Zahlungsinfrastruktur. An dieser Zahlungsinfrastruktur bieten wir den einfachsten Bankenservice an, den es da draußen gibt, und zwar das Bargeld einzahlen und auszahlen. Diesen Service bieten wir mittlerweile erfolgreich über 650 Unternehmen. Dazu zählt eine Rewe-Gruppe mit Rewe Penny, dazu zählen Realmärkte, eine DM, eine Deutsche Telekom und viele weitere. Und seit neuestem eben auch Banken, die im Fokus stehen, um eben Kunden das Ein- und Auszahlen vom Konto im Supermarkt zu ermöglichen. Auch für eine sehr junge, smartphone-affine Kundengruppe, insbesondere im Banking, sehr attraktiv, die eben nicht mehr bereit ist, den Extraweg zum Geldautomaten zu gehen, sondern letztendlich die einfachen Bankenservices mit dem täglichen Alltag wie den Gang in den Supermarkt zu verbinden. Unternehmerisches Denken, also womit ich relativ wenig anfangen kann, ist mit einem Investor, der auf sein Excel-Sheet schaut und dabei vergisst, dass ein Unternehmen Unternehmen ist und nicht gemäß eines Excel-Modells funktioniert. Und da die Grinke Bank selber auch noch unternehmerisch geführt ist und eigentlich ein Fintech-Unternehmen von vor 30 Jahren ist, hat das eigentlich sehr gut gepasst. Das Netzwerk an sich, also um jetzt den Stefan insbesondere zu erwähnen, der eben auch viele Kontakte im Bankenbereich hatte, im Fintech-Bereich, doch sehr gut verdrahtet ist eben auch in Bereichen, wo man vielleicht typischerweise nicht so starke Kontakte aus der Berliner Szene hat. Das hat enorm geholfen, das würde ich sagen, unterscheidet die EEG auch. Von der Unterlagenerstellung über das Aufsetzen von Meetings, über das Begleiten von Meetings, über das tatsächliche Verhandeln während der Due Diligence als Sparringspartner, als vielleicht manchmal auch der Bad Cop. Also das ist einfach auch eine gute Hilfe, sage ich mal, Erfahrung mit an Bord zu haben, die eben solche Deals schon häufiger gesehen haben, vielleicht auch gut und gern mal dem Investor Kontra geben können, eben auf Basis der Erfahrung, und einfach sozusagen jemand Zweiten mit am Verhandlungstisch zu haben, hilft enorm. Wir werden uns insbesondere darauf fokussieren, das Bankenthema weiter auszubauen, also Banken eine alternative Möglichkeit zu bieten, Ein- und Auszahlungen abzuwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Weg weggeht von der eigenen Filiale, von dem eigenen Geldautomaten hin zu unabhängigen Zahlungsinfrastrukturen.